Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting und ich freue mich außerordentlich, dich in diesem Video zu begrüßen zu können, in dieser Lektion, die ich hier auch auf YouTube veröffentliche, auf Facebook, auf TikTok und. Bitte abonniere all meine Kanäle, ja, und dann schießen wir auch gleich mal los. Dieses Video, da geht es um das Thema der blinde Schwimmer, ja, der blinde Schwimmer. Es gibt so einige Verkaufstrainer, die das die anderen also sozusagen diese Metapher ja immer auch wieder gerne verwenden, zum Beispiel die Kräuter und so weiter. Und ich würde einfach hier nochmal explizit auf meine Erfahrungen und das, was so auch die letzten paar Wochen und so weiter passiert ist, wo ich einige Erfahrungen wieder mal sammeln durfte mit Neukunden, die ich gewonnen habe. Und da ist eben ganz besonders immer wieder auch, sagen wir mal, vorkommt, ja, auch Leute, die, sagen wir mal, mit denen ich noch nicht so viel Erfahrung habe, ja, und mit denen ich dann eine Zusammenarbeit starte und ich eigentlich immer so von vornherein sage, hey, mich interessieren eigentlich langfristige Zusammenarbeiten, aber ich kann natürlich auch gerne mal hier und da ein kurzes Coaching anbieten, mal für 2 Stunden, 4 Stunden, mal für einen Workshop und so weiter und so weiter. Das geht natürlich auch, mache ich auch und viele Leute konnte ich damit auch schon unfassbar weiterhelfen, also 2 Stunden Coaching, ein paar Tipps geben. Ja, wenn zum Beispiel, ich kann mich erinnern, letztes Jahr war zum Beispiel eine Sache, da stand eine Akquisition irgendwie bevor, ja, der wollte irgendwie da investieren und so weiter in eine Software, weil jemand anders wollte die verkaufen und so weiter, also so eine SaaS-Software. Und dann gab es so einen anderen Fall, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, der wollte irgendwas mit Nearshoring machen und so weiter. Und dann wieder ein anderer, der wieder jemanden kannte und er wollte einfach sein Kapital irgendwie besser anlegen, weil da war irgendwie noch Nullzinsen oder irgendwie sowas und da wollte irgendwie ein paar Ratschläge von mir. Also nicht wirklich eine dauerhafte Zusammenarbeit, aber einfach aus meinem gesamtheitlichen, vertrieblichen, aber auch betriebswirtschaftlichen Gesamtverständnis und langzeitiger Erfahrung einfach immer wieder, werde ich immer wieder angefragt und dann mache ich auch mal kurzfristig irgendwie ein paar Coaching-Sessions und in der Regel habe ich da immer super Feedback, ja, aber die meisten wollen leider nicht namentlich genannt werden, also ich kann ja nicht immer als Referenzen verwenden, was ein bisschen schade ist, aber auf der anderen Seite verstehe ich es natürlich auch, weil vieles ist halt einfach auch vertraulich, ja, also vieles will man auf gar keinen Fall einfach so in YouTube rausblasen. Und mal ganz ehrlich, wenn ich mir so manche die Referenzen oder sowas anschaue von so manchen Coaching- und Consulting- Businesses oder so, ne, dann sind die auch extrem vage mittlerweile alle, ja, also, na gut. Anderes Thema. Jetzt habe ich mich ein bisschen verplappert. In diesem Video geht es um den blinden Schwimmer, okay, muss ich vielleicht auch rausschneiden. Was meine ich mit dem blinden Schwimmer? Und jetzt bitte aufgepasst, ja. Mit dem blinden Schwimmer meine ich das. Folgendes. Häufig kommen Leute auf mich zu und sagen, ich brauche mehr Leads, ich brauche mehr Business, ich will skalieren und. Also, ich bin positioniert mit meinem Business auf die Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses. Und dann kommen die zu mir und sagen, hey, ich will alles 3. Okay, cool. Du hast ja auch überlegt, hast du einen Plan gemacht, ja? Ist-Situation, ganz einfach, Soll-Situation, Timeframe. Okay, nochmal, diese 3 Dinge, Ist-Situation, Soll-Situation, Timeframe. Ganz einfach, ich bin heute hier, ja? Analyse, Ist-Analyse. Ich will dahin, also heute hier, ich mache aktuell 500.000 Umsatz im Jahr oder 1,2 oder irgend sowas, ja. Und ich will 2-3 Millionen machen und dann Timeframe innerhalb von 6 Monaten, innerhalb von 12 Monaten, innerhalb von 2 Jahren, innerhalb von 3 Jahren. Das ist nämlich ein großer Unterschied, ja. Okay, und jetzt kommen dann Leute zu mir und sagen, okay, ich will innerhalb von 12 Monaten von 1 Million Euro Umsatz im Jahr auf 2 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Okay, ich will das Ganze verdoppeln innerhalb von einem Jahr. Okay, dann arbeiten wir gemeinsam einen Plan aus, machen einen Vertrag und starten die gemeinsame Zusammenarbeit. Allem, was dazu gehört. Okay, will ich jetzt nicht weiter tief in die Tiefe gehen. Hier geht es einfach nur ums Prinzip des blinden Schwimmers. Hier ist ganz, ganz wichtig, dass du dann, wenn du all deine Hausaufgaben gemacht hast und ich rate jedem, bevor er mit mir die Zusammenarbeit startet, auch ich, kann nur bis zu diesem Grad mit ihm sozusagen die ganzen Vorbereitungen erledigen. Ja? Ich bin mal etwas tiefer im Business meines Kunden drin, manchmal eben nicht so tief im Business meines Kunden.
Manchmal ist auch das Business meines Kunden manchmal etwas komplexer, das kann man gar nicht so gut durchschauen. Manchmal ist es auch etwas weniger komplex. Ja? Manchmal ist es auch so, dass ich gar nicht zu tief rein irgendwie soll oder sowas. Ne? Dann weiß ich halt eben weniger. Und von daher, desto weniger ich Einsicht bekomme in das Business meines Kunden, desto mehr musst du natürlich als Kunde deine Hausaufgaben machen, sodass ich sicher gehen kann, oder wir beide gemeinsam dann, dass wir mit dir starten, dass wir dann sozusagen von der Ist-Situation, die auch richtig analysiert habe, ja, und die Soll-Situation dann auch realistisch definiert, im Zusammenhang mit dem Timeframe dahin, also 6 Monate, 12 Monate, 2, 3 Jahre, ja, dass das Ganze dann eben auch funktioniert. Denn wenn es nicht, wenn wir unsere Hausaufgaben da nicht machen oder wenn du mir Dinge verschweigst oder wenn wir einfach Dinge nicht transparent sind oder sowas, ja, dann kann natürlich sein, dass wir eine Ist-Situation haben, die so gar nicht so war, wie wir dachten. Es kann natürlich sein, dass die Soll-Situation zwar cool ist, aber nicht der Timeframe dahin. Ja, also die 2 Millionen vielleicht wir in 3 Jahren schaffen, aber nicht in 2 Jahren und nicht in 6 Monaten oder sonst irgendwas. Weil wir die Ist- und die Soll-Situation letztendlich im Zusammenhang mit dem Timeframe nicht richtig gematcht haben. Ja? Denn nur wenn ich all diese Hausaufgaben richtig gemacht habe, nur dann kann ich sagen, okay, das ist der nötige Timeframe mit dem nötigen Budget. Punkt. Ja? Nur dann kann ich hier eine realistische, sozusagen aus meiner ganzen Erfahrung mit all meinen Kunden, die ich alle hatte in der Vergangenheit und so weiter, multiple Budgets und alles, dass ich dann sagen kann, okay, das ist sozusagen jetzt mein Input, ja, und das ist machbar. Und dann ist was? Expectation Setting, ja, das ist das erste und das schreibe ich hier jetzt mal hin, so quer, weil da kommt noch was anderes hin dann, Expectation Setting, ja, das ist wahrscheinlich sogar die wichtigste Sache überhaupt für jede Agentur, für jedes Coaching und Consulting Business, ja, sei es jetzt halt meine Kunden oder für mich oder ob du jetzt Marketing und Vertrieb machst oder ob du jetzt halt IT machst, ist völlig egal. Expectation Setting ist das A und O. Ja, weil daran scheitern, ich würde mal sagen, 80% aller Zusammenarbeiten, die eigentlich langfristig gedacht waren und dann plötzlich dann doch nicht mehr langfristig sind. Und schon nach ein paar Wochen, 6, 8 Wochen plötzlich, ja, wann geht es jetzt endlich los oder wann passiert eigentlich das und wann habe ich endlich mein POC und wann habe ich endlich mein MVP und wann habe ich endlich mein, also Minimum Viable Product oder Proof of Concept und so weiter. Ja, und die Expectation war auf der einen Seite irgendwie 6, 8 Wochen, auf der anderen Seite hat man sich gedacht, ja, das 3, 4, 5, 6 Monate ist realistisch und so weiter. Und das ist ja genau das Gleiche auch, wenn ich jetzt halt, einfach eine Zusammenarbeit starte, wenn es darum geht, um Neukunden zu gewinnen, ja, oder Leads zu generieren. Ja, es ist ja immer das gleiche Prinzip, ja, dahinter. Hausaufgaben richtig machen, transparent sich austauschen, ja, und sich dann ein Ziel setzen, ja, ein Ziel setzen, ein realistisches Ziel, realistische Ziele und dann kommt ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Dann eine Entscheidung treffen. Der entscheidende Punkt ist, eine Entscheidung zu treffen. Du triffst dann eine Entscheidung. Okay, und das baut sich exakt so auf. Expectation Setting, ja, und zwar in alle Richtungen, alle Punkte betreffend, realistische Ziele, die Ist-Situation transparent analysieren, ansonsten bringt das Ganze nichts, ne, wenn ich da einfach lauter Dinge versteckt habe irgendwo, die nicht transparent kommuniziert worden sind. Bringt das Ganze ja nichts, weil das kommt dann irgendwann später hoch und dann sind die ganzen Ziele eben nicht mehr realistisch, ja, weil das die Basis ist, ja. Und dann, mein lieber potenzieller Kunde oder wer auch immer, triffst du eine Entscheidung oder man trifft gemeinsam eine Entscheidung. Und dann sagt man, okay, Risiko wird so oder so verteilt, ja, gibt es auch unterschiedlichste Wege und ich kenne das von diesen ganzen Coaching und Consultings, die machen alle nur Vorauszahlung oder in Ratenzahlung, aber dann mit Verzinsung. Das heißt, du zahlst dann mehr, also du zahlst Zinsen dazu. Also alle großen Coachings und Consultings, auch alle kleinen, es gibt mittlerweile hunderte,
machen alle Vorauszahlungen, also die gehen nicht in Vorleistung. Ja? Die sind teilweise sogar durchdigitalisiert, teilweise sogar machen die nicht mal eine operative Dienstleistung. Und selbst, und teilweise sogar, also es gibt auch mittlerweile viele Agenturen, die meistens gecoacht worden sind in diesen ganzen Coachings, die auch nur über eine riesige Setup-Fee überhaupt erstmal starten, mit dir zusammenzuarbeiten. Das heißt, es ist letztendlich eine indirekte, Vorauszahlung. Wie sagt man da jetzt halt noch dazu? Fachmännisch. Vorauskasse. Ja, indirekt. Ja, also wenn ich jetzt eine Agentur bin, keine Ahnung, Facebook-Agentur, ja, und wir sagen, okay, für Setup-Fees 10.000 Euro und dann zahlst du mir monatlich, für, um die Kampagnen zu verwalten, nochmal 3.000 Euro, ja, dann habe ich ja letztendlich hier mehr oder weniger mein Risiko dadurch stark reduziert und so weiter. Also letztendlich ist es, wir machen gemeinsam eine Entscheidung. Und wenn wir dann diese Entscheidung gefällt haben, ja, dann, und jetzt kommt es, und dann schwimmen wir los, und zwar in diese Richtung, okay? Die Tafel hier ist ein bisschen klein, aber ich schaue mal, dass ich das alles draufbringe. Okay, hier ist jetzt in Blau der See, ja, weil wir wollen ja hier den Schwimmer-Analogie hier machen und das ist der See, ja. So, das ist jetzt der See und der See, das ist jetzt sozusagen der Weg, ja, der definiert jetzt hier den Weg von Status, also von Beginn zum Ziel, ja, also hier ist das Ziel. Ja, hier ist das Ziel und bitte dranbleiben, weil das ist super, super wichtig. Ja? Das ist wirklich kein Scheiß hier, dieses Video, das ist Realität. Ja? Also hier ist der Beginn der Zusammenarbeit, weil hier geht es ja um was. Ja? Hier ist der Beginn der Zusammenarbeit, hier ist das Wasser, wo wir überqueren müssen, um an das Ziel zu gelangen. Okay? Und jetzt hast du dir einen Partner gesucht, für zum Beispiel Leads generieren. Und jetzt schwimmst du los, und zwar in diese Richtung. Also das bist jetzt du, ja, und schwimmst jetzt hier los in diese Richtung. Dann schwimmst und schwimmst, ja. Und die Analogie oder diese Metapher des blinden Schwimmers ist die, in der Realität angekommen, ist das hier alles vernebelt. Das heißt, dieser See, ja, hat eine Nebelwand. Das heißt, du siehst dein Ziel nicht. Ja? Also hier sind überall Wolken. Ja, Nebel. Ja, okay. Es ist überall Nebel, das heißt, oder es ist Nacht. Ja, was auch immer. Das heißt, du siehst dein Ziel nicht. Und viele schwimmen dann los und machen diesen einen essentiellen Fehler des blinden Schwimmers. Ja, du hast hier deine Ziele definiert. Und schwimmst los und hier hast du noch keine Resultate. Mal angenommen, das ist der Timeframe. Ja, hier 6 Wochen oder sowas. Komischerweise sind immer irgendwie 6 bis 8 Wochen, wo so häufig die meisten sagen, okay, warum sehe ich jetzt noch nicht dieses Resultat, die ich wollte und so weiter. Expectation Setting, ganz, ganz wichtig. Ja. Und dann machen sie folgenden Fehler. Ja. Sie sind 80% bis zum Ziel sind sie geschwommen. Hier sind noch 20% übrig. Und was machen sie? Sie geben auf. Sie kehren um. Sie sagen sich hier, 80% des Weges sind sie geschwommen, haben investiert, gemacht, getan und so weiter, zusammen mit ihrem Partner, Leads generiert, was auch immer. Aber es ist noch kein Return on Invest. Und dann sagen sie, okay, passt nicht. Aber sie geben natürlich nicht auf. Ja, sie sagen jetzt halt nicht, okay, jetzt schwimme ich wieder den ganzen Weg zurück, das gibt es auch welche, ja. Die sagen, okay, nee, ich probiere jetzt irgendwas anderes. Also das, was ich hier alles erarbeitet hatte, ich schwimme 80%, dann sage ich, okay, jetzt probiere ich irgendwas anderes. Jetzt mache ich jetzt nicht mehr das, sondern jetzt mache ich irgendwie nicht mehr mit der Agentur X, sondern mit der Agentur Y, ja. Obwohl ich hier, sagen wir mal, 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate, was auch immer, einen realistischen Zeitraum, und das ist eben der große Fehler, ich habe hier was definiert, ja, dann gehe ich 80% des Weges oder 50-60% des Weges und das, was ich hier definiert habe und das, was ich hier quasi anprangern möchte, ist, man macht hier eine Entscheidung, aber ändert diese Entscheidung hier auf halbem Wege, ja, oder auf dreiviertelem Wege und so weiter.
Und was jetzt passiert ist, ist noch viel, viel schlimmer, als wie wenn man jetzt sagen würde, okay, wir stoppen jetzt hier und so, da endet es ja nicht. Sondern das Problem, was wir hier erstmal hatten und das, was wir mit dem Ganzen hier, mit der ganzen Zusammenarbeit lösen wollten, ist ja noch nicht gelöst. Das heißt, jetzt geht Folgendes los, jetzt schwimmt er entweder wieder zurück, ja, oder er schwimmt in diese Richtung mit Agentur Y. Ja. Also Agentur X, sagen wir mal, hat jetzt irgendwie Telefonakquise gemacht und Google Ads. Hat irgendwie nicht so sofort funktioniert. Ja, wir haben zwar gesagt, okay, 3, 6, 12 Monate wurde quasi ein Zeitraum definiert, aber schon nach 6, 8 Wochen wird man ungeduldig und jetzt fängt man an, okay, jetzt kündigt man diese Agentur, jetzt geht man hier auf eine Facebook-Agentur, weil Facebook ist jetzt das. Oder man stellt jemanden ein und man kickt sowieso, man sagt, okay, ah, externe Agentur, funktioniert alles nicht, die haben alle Schuld. Wir stellen jetzt halt Leute ein. Ich baue jetzt hier ein eigenes Team. Okay. 360-Grad-Drehung, 180-Grad-Drehung, jetzt schwimme ich in diese Richtung mit einem eigenen Team. Das muss ich zwar trainieren, was auch immer oder so, aber wenn ich angestellt habe und so weiter, das ist besser. Und dann kommt eben das, dass ich hier genau das Gleiche wieder mache. Ich mache hier dann neue Expectations. Ja. Ich mache jetzt zum Beispiel jetzt eine andere Strategie. Ich stelle irgendwelche Leute ein mit einer Probezeit von 6 Monaten. Jetzt gehe ich mit denen diese Strategie. Aber schon nach 2, 3 Monaten sehe ich auch hier, ja, funktioniert nicht. Und drehe mich so, du weißt, worauf ich hinaus will, okay? Und drehe mich ständig im Kreis. Und dann sage ich, okay, ah, funktioniert auch nicht und so. Und der bringt auch nichts und so weiter. Wieder in die Tonne damit. Ja, aber auch da gehe ich nicht den kompletten Weg, den ich eigentlich vorhatte. Und so drehe ich mich ständig im Kreis und verbrenne ich ständig nur Geld mit irgendwelchen Maßnahmen, wo ich einmal Expectation, einmal eine Entscheidung getroffen habe und diese Entscheidung eben nie durchziehe. Ja, ich ziehe sie hier nur 80%, 50%, 60% durch, dann hier wieder eine neue Entscheidung, 80%, 50%, 60%. Und der Blinde ist schon mal deswegen, weil ich müsste hier nur auf 20% gehen bis zum Erfolg. Aber weil ich eben so deppert bin, ja, vernebelt und was weiß ich, vor Ängsten und auch vielleicht, also häufig ist auch der Grund, dass man selber nicht zu 100% von seiner eigenen Dienstleistung, von seinem eigenen Produkt überzeugt ist. Das sehe ich immer ganz, ganz häufig, dass eben die es dann wirklich auch das Durchverhaltevermögen haben, eben einfach sich viel, viel sicherer sind mit ihrer eigenen Dienstleistung, mit ihrem eigenen Produkt, mit ihren eigenen Fähigkeiten. Und die sich quasi mit ihren eigenen Fähigkeiten, mit ihrem eigenen Produkt, mit ihrer eigenen Dienstleistung unsicher sind. Und das ist häufig eben der eigentliche Grund und nicht die Leistung der Agentur oder der Mitarbeiter, die ich eingestellt habe oder. Ja? Sondern das ist häufig, liegt der Grund in der Person selber und das, was sie eben versucht zu verkaufen als Dienstleistung oder Produkt, ja, dass sie da eben sich sozusagen da Unsicherheit hat und das letztendlich immer dazu führt, die Entscheidungen, die einmal gefällt wurden, nicht komplett durchzuziehen und das sozusagen in so einen Teufelskreislauf reingerät. Ja. Und am Ende hat man dann keine Kohle mehr und hat ständig immer nur halbe Entscheidungen gefällt, Entscheidungen immer nur zur Hälfte durchgezogen. Und am Ende hat man eben gar nichts. Ja? Und deswegen dieses Video, ich meine, ist wirklich gut gemeint. Und ich spreche da einfach nur aus Erfahrung, möchte es einmal weitergeben. Man, viele, die vielleicht sich ihrer selbst und das, was sie anbieten, im Markt anbieten wollen, vielleicht auch noch Freelancer, kleine Firmen und so weiter, noch keine Angestellten und so weiter, auch dann am Rumtesten sind und so weiter. Schau, dass du hier mehr Zeit reinsteckst, dass du hier in deine ganze Marktrecherche, in deine Expectation Setting, realistische Ziele setzen, ja, da wirklich so weit bist, dass du einfach eine Entscheidung fällen kannst, wo du dir dann so sicher bist, also wo du dann sozusagen, keine Ahnung, irgendwie dir das niederschreibst, schriftlich, ja, und dann das aber auch wirklich durchziehst. Eine gute Analogie dazu ist zum Beispiel auch die Aktienbörsen und so weiter, ja, wo halt viele sich entscheiden, irgendeine Aktie zu kaufen und dann geht es ein bisschen runter und dann, oh mein Gott, und dann sind sie so unsicher und dann verkaufen sie wieder. Ja, und 2, 3 Jahre später, wie zum Beispiel Microsoft-Aktien, dann sind sie wieder quasi wieder im neuen Allzeithoch. Und dann wieder, oh, scheiße und so. Ja. Und so ist es ein ewiges rein, raus und am Ende ja, hast du nur Verlust. Ja. Und dafür würde ich dir einfach abraten und ich kann dir wirklich sagen, ich bin jetzt wirklich lang genug auf dieser Welt, und ich habe diese Fehler zu Genüge in meinem Leben gemacht. Hätte ich diese nicht gemacht, ja,
dann hätte ich heute 20 Millionen Euro mehr auf dem Konto. Ja, ohne Scheiß. Wirklich. Ja, Entscheidung gefällt, das und das durchzuziehen auf die Länge, keine Ahnung, Business oder Aktie oder egal was. Und dann wieder Schiss bekommen, zu früh raus, wieder zu und so weiter. Ja, aufgrund von inneren eigenen Unsicherheiten. Und eben deswegen dieses Video, um dir einfach hier. Und ich sehe es auch bei den Kunden, die sich selbst ihrer Kompetenz zu 100% sicher sind und davon auch selbst überzeugt sind und auch wissen, was sie wert sind, ja, da draußen im Markt. Die haben diese Probleme in der Regel nicht. Ja. Okay, so hat es gewesen für dieses Video. Gib dem Video Daumen hoch, teile das Video mit deinen Freunden, Kollegen, was auch immer. Ja, und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Bravo, danke fürs Dabeibleiben, wenn du so lange dabei warst. Dann hast du wirklich einen Applaus verdient. Ciao, ciao, bye bye, dein Thomas Klein.